So, ein bisschen mehr Roll-Action. Und meistens hat das irgendwie auf Lukatil abgesehen. Und weg ist der. Und die spackt noch ein bisschen rum. Und mit gelobt sei die Sonne, verabschiede ich mich. Ja. Noch einmal und dann hat sich das Ganze fürs Erste. So. Ich nehme es schon mal vorweg, der beste Ort, um Korb zu machen, ist der nächste Urboss, der kommt. Also der vierte. Ah, das werde ich dann auch zeigen, wenn es soweit ist. Da kann man nämlich zum einen sehr viele Seelen abstauben. Durchs Korb. Zum anderen kann man ihn ziemlich oft machen. Weil es auch ziemlich viele Leute gibt, die dort ein Asketenleuchtfeuer benutzen, um ihn stärker zu machen, um noch mehr Seelen abzugreifen. Jedenfalls war das im Original Dark Souls 2 so. Hier habe ich es nicht so häufig gemacht, muss ich zugeben, dass ich es jetzt nicht so richtig weiß. Dumm, die dumm, die dumm. So, wir warten jetzt noch einmal auf Korb. Und dann machen wir endlich weiter im Schattenwald. Gehen wir dort durch den Durchgang, der so neblig aussieht. Auf das ich mich überhaupt nicht freue. Das wird nämlich richtig, richtig ekelhaft. Und ja, ich warte hier noch einmal auf Korb. Ich hoffe, ihr findet das nicht zu langweilig. Wenn nicht, könnt ihr die Folge einfach wieder überspringen, wenn die nächste Folge draußen ist. Das nehme ich euch ehrlich gesagt echt nicht übel. Ist zwar wie gesagt ein Let's Story und kein Let's Play. Wobei wir ja nicht so viel Story bis jetzt hatten, muss ich zugeben. Was auch schade ist, weil Dark Souls 2 gibt nicht so ganz so viel Story am Anfang her wie Dark Souls 1. Das kommt erst wirklich richtig, wenn wir die vier Bossseelen haben. Also die vier Urseelen. Und dann in Richtung Schloss Dragonlick können. Sieht es eigentlich aus? Ja, wir sind schon kurz vor der Million. Wenn wir bei der Million angekommen sind und ein Leuchtfeuer haben, werde ich es euch mal zeigen, das Schloss. Also na, wahrscheinlich noch bevor wir die Urseele gefunden haben. Dumm, die dumm, die dumm. Na, meldet sich niemand mehr freiwillig für einmal Korb? Das wäre schade. Ich warte jetzt noch 2 Minuten. Und dann werde ich gehen. Weil irgendwann müssen wir ja auch mal weitermachen. Und ich kann nicht die ganze Zeit hier im Kreis rumlaufen und meinen Speer an den Wänden kaputt machen. Man sieht es nämlich unten, der hat schon wieder an Haltbarkeit verloren, weil ich immer gegen die Wände steche.
oder auf den Boden damit einschlage. So, noch eine Minute, dann gehe ich. Wir haben ja wenigstens jetzt auf, naja, 6 Medaillen uns hochgearbeitet. Ein Fünftel von dem, was wir eigentlich bräuchten für den Eid. Ja, 30 Stück, 10 pro Stufe und es gibt ja 3 Stufen. Die erste Stufe jetzt nicht mitgezählt. Aber wir werden doch nochmal beschworen. Sehr gut. Hoffentlich ist es nicht wieder so einer. Nein, es ist Lai Mabo. Und er geht rein und aufs Ganze. Aber nur mit mir. Wow. Das macht den ganzen Kampf etwas interessanter, wenn wir nur zu zweit sind. Ja. Und er zündet sein Schwert an. Man macht ihm halt fast keinen Schaden, während er sein Schwert entzündet oder sich selber entzündet. Ja. Wow, er geht aber ganz schön viel aus, also mein Herrscher der Welt gerade. Während ich schon ein bisschen einstecken muss. Ach so, er blockt. Er hat ja ein ziemlich gutes Schild dafür. So. Er ist weg. Wir haben gewonnen. Und er trägt einen Varega-Helm, fällt mir gerade so auf. Und Teil in einer Elite-Ritterrüstung. Ja. Nee, der normalen Ritterrüstung. Und wir haben eine Sonnenlichtmedaille bekommen. So, damit wäre das Korb fürs Erste gelaufen. Ich gebe jetzt die Seelen aus. Also ja, im Augenblick auf Stärke und Traglast konzentrieren. Dass wir den Schild tragen können. Lässt. Ja. Zweimal Belastung und das war's auch schon. Gut. Was sagt die Belastung? 55,1. Das ist doch nicht schlecht. Wenn wir irgendwann einen besseren Soldatenring gefunden haben, können wir es sogar noch besser machen. Das ist übrigens ein bisschen irritierend. Normalerweise ist die Reihenfolge hier, auch die Ablaufreihenfolge, also die Reihenfolge der Gebiete hier im Leuchtfeuermenü, auch die beste Ablaufreihenfolge, wie man sie machen sollte. Mal abgesehen von dazwischen und Machula, weil Machula ist einfach Nexus. Deswegen kommt es als erstes. Dann dazwischen war das erste Gebiet hier, das Tutorialgebiet. Und dann eben so weiter. Weitergefallenen Riesen, Heides Flammenturm, Blaue Kathedrale. Wobei die ja etwas schwierig war wegen dem Drachen davor. Niemandswerft, verlorene Festung, Sünderhügel. Mondturm. Weil die ja ein bisschen zusammenhängend sind. Und dann halt hier Jägerhain, Höhle der Untoten, Erntetal, Irdenspitze, Eisenschloss, Sonnenturm. Und dann eben eigentlich die 3 Gebiete im Loch. Aber der Schattenwald, der schleicht sich irgendwie vorher ein. Das hat mich beim allerersten Mal, als ich Original Dark Souls 2 gespielt habe, ein bisschen irritiert. Ich habe dann hier einfach weitergemacht. Was teilweise irre schwierig war. Und habe das Loch als letztes gemacht, was dadurch teilweise ziemlich einfach war.
So, wir kommen im Schattenwald. Ja, links. Erstmal sehen wir da vorne schon einen Gegner. Jetzt sehen wir gar nichts mehr. Ja. Gut. Im Schattenwald, hier im Nebelgebiet des Schattenwaldes werden wir sehr viel Spaß haben. So, hier ist übrigens der Ausgang. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele von diesen Schattenhainis hier rumlatschen. Ich glaube, es waren weniger als 10, das weiß ich noch. So, erstmal ist hier Loot. Sehen ihn als stolzen Ritter und Menschenbild. Das kommt hier ziemlich häufig vor. Und zweitens ist hier ein netter kleiner Schrein, den wir überblicken können. Und hier können wir mit jemandem reden. Nämlich mit ihm hier. Ja, hier liegt ein Kopf in den Trümmern. Leave me be. I like it quiet. Leave me be. What business have you here, traveler? You may call me Vengal, if I deserve a name in this sorry state. 'Tis rare to flap these gums. This is pleasant. Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight, and then somebody killed me. So I thought. I came to and found myself like this. I don't know what explains it, but it's not so bad, really. Now I watch the days go by and gaze at the night sky. Thinking of the finer things, far removed from war. I'd grown weary of battle, but did not realize it until now. Ja, also fassen wir zusammen, er ist ein Untoter, wie wir. Er war ein großer Krieger, der für den König, also König Vendrick, gekämpft hat. Dann hat ihn irgendjemand getötet. Und er ist hier als Kopf aufgewacht. Das heißt, irgendwer hat seinen Kopf von seinem Körper abgetrennt und nur sein Kopf ist wieder zurückgekehrt. Und ja, er genießt es, hier nur rumzuliegen. I know not what brings you on this journey, nor will I deign to ask. You may bear a great burden, but don't we all? I prefer to stay my distance. But I want to warn you of something. My body. I see visions. My body, headless, raging without me. My body wielding my sword, a sword forged only to kill. My body will show no mercy. If you see the wretched thing, stay far away. Ja, also sein Körper selber ist bereits zur Hülle geworden, ohne seinen Kopf, was ziemlich klar ist. Und er warnt uns halt davor, dass sein Körper uns wahrscheinlich töten wird. Was ich gut nachvollziehen kann, ich kenne seinen Körper nämlich. I learn new things every day. Things never learned in battle. And thanks to you, I've recalled the joy of conversation. If I can help you, if you require something, do speak up. Ja, die Freude einer Konversation, sehr, sehr schön. Wobei wir meistens nie reden, sondern stumm sind. Also erstmal können wir von ihm die Kopfabgeste erlernen. Sehr makaber. Wir können bei ihm Sachen kaufen.
Einmal das Großschwert, was wir schon gesehen haben, was da die anderen Chars im Koop so rumgeschwungen haben, und ein Claymore. Also wer sich fürs Claymore interessiert, wem es aus Dark Souls 1 gefallen hat, erst ab hier. Verfügbar. Dann können wir Großpfeile kaufen, wir könnten Goldharz beim kaufen. Und die Zauberbarriere, oh, die kaufen wir mal. I cannot lie. Sometimes I wonder what's become of the kingdom. I was a hired hand, yes, but we soldiers stared death in the eye together. And for his highness, I am afraid. But perhaps it's for the best. We knew not what we fought for.